So, Freunde, willkommen zurück zu Resident Evil 4. So, wir waren im letzten Part hier stehen geblieben, haben da die ganzen Typen aufgemischt, die überall sich dahin versteckt hatten. Und das waren ganz schön viele. Und ja, wir waren dann hier stehen geblieben und wartet mal, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. So, die Unterbrechung ist auch schon wieder dahin. Ich war jetzt gerade noch mal beim Händler und habe was geguckt, aber gut, das brauchte ich nicht mehr wirklich. Wir müssen jetzt, wo müssen wir eigentlich hin? Hä? Wo müssen wir hin? Na, denke mal dahinter an die andere Tür und dann das Emblem einsetzen, was wir da gefunden haben, alles. Was anderes würde mir gar nicht mehr einfallen. Oh Mann, warum leckt denn das jetzt gerade so? Das gefällt mir schon wieder gar nicht. Liegt hier hinten noch was? Ach nee, da haben wir ja nur den Typen da abgeschossen. Im letzten Port, das war ganz schön schwer. Und jetzt sind wir ganz schön verletzt. Also wenn wir jetzt irgendwo sterben, dann bin ich nicht dran schuld. Sondern die Typen. Halt, das müssen wir jetzt erst kombinieren. Ach ja, okay. Gut. Hallo, ich möchte das gerne einsetzen. Danke. So, öffnen wir den ganzen Kram mal und mal sehen, wo wir dann jetzt hinkommen. Ich bin gespannt. Ja, sieht nicht freundlich aus gerade. Sieht sogar wieder aus wie so ein Quicktime-Event. Och, Menno. Will ich schon gar nicht mehr hier hin. Das Gute ist nur, ich sehe gerade keinen Zombie. Es sind ja keine Zombies, sowieso. Ich sehe gerade keinen Typen. Eine Granate. Mensch, Leute, ich brauche mal was zum Beißen. Wie? Klar, ich kann nur 5. So ein Scheiß. Ja. Ich kann nur 15 Shotgun-Munition übereinander stapeln. Was ist denn das für eine Rotze? Ey, könnt ihr nicht mal da einen grünen Irpin machen? Ey, das ist echt für ein Arsch, Freunde, ja. Das ist echt. Wo kommen wir denn jetzt hin, ja? Wo haben wir denn wieder einen Safe Point? Ach, da draußen. Ach du Schande. Na, da habe ich mal jetzt was auch angetan. Oh, da hinten blinkt was. Das ist ja schon mal schön. Blinken bedeutet immer was Gutes. Meistens jedenfalls. Ah, das ist auf jeden Fall was Wertvolles. Das kann man nämlich beim Händler, so wie ich das sehe, verkaufen. Oh nein. Ich schieße einfach drauf, bis es tot ist. Ich habe jetzt einfach keinen Bock, dass hier irgendwelche Typen kommen, die mich dann gleich wieder erledigen. Ich muss jetzt ein bisschen auf meine... Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Da kam einfach so um der Ecke, Alter. Stopp, stopp, stopp. Sterbt. Stopp, stopp, stopp. Du schmeißt nie wieder mit einer Axt auf mich, Freund. Nie wieder. Hast du mich verstanden? Wahrscheinlich schon. Okay. Ich muss jetzt hier gerade mal ein bisschen vorsichtiger machen. Ja, versteht das? Ich habe kaum noch Power. Und ich höre immer noch die Musik, das bedeutet, wir sind immer noch irgendwo welche. Nur wo... Ach, da hinten, okay. Ja, sicher. Komprente, Junge. Komprente. Ach ja, okay. Rüsten wir mal das aus. Vielleicht kommen wir damit ein bisschen weiter.
Mann! So eine dumme Sau, Alter. Nicht nochmal, Alter. Nicht nochmal. Und ich glaube, damit habe ich die anderen jetzt mitgekillt. Ich höre die Musik nicht mehr. Ach doch. Naja, egal. Nee, es scheint so, als ob ich sie packt hätte. Okay. Fallen. Überall Fallen, die wir möglichst jetzt nicht mehr betreten sollten, wäre ein ganz schlechter Zeitpunkt. Ah, cool. Muni auf alle Fälle, das ist immer gut. Da ist noch Geld gewesen. Da ist noch ein Ofen. Ah, da liegt ein Spinett drin, ne? Okay. Und hier. Okay, nur Peseten. Ey, ich brauche mal Heilung, Leute. Ich meine das ernst, Freunde. Ich brauche Heilung. Und hier ist jetzt dieses Ding. Eine elegante Maske. Die können wir auf jeden Fall verkaufen. Da kann man auch was einsetzen drin. Moment mal, können das Binets rein? Kombinieren. Ne, okay, geht nicht. Ne, geht nicht. Okay. Dann wieder hier drüber springen. Jump over. Jump over the bridge. Ne, wir springen über die Brücke. Oh ja, grünes Kraut, grünes Kraut, grünes Kraut. Jawohl. Okay, das können wir nämlich erstmal so verwenden. Dann geht's uns wenigstens etwas besser. Und dann bleiben wir aber vorsichtig. Nö. Kollege, leg dich hin. Mensch, ey, was halten die aus? Jawohl, voll den Headshot verpasst, Alter. Ey, die gehen mir echt so auf den Sack, ey. Ja, mein Freund, ich sehe dich, Alter. Ja, egal was du mir erzählst, ist mir scheißegal, du stirbst jetzt. Ja, ich habe ja voll zwischen die Beine geschossen und ich glaube, da war es vorbei. Okay, noch Muni. Wir haben einiges an Munition momentan, also da geht's. Immerhin. So, wir wechseln mal ein bisschen was. Granaten haben wir auch noch. Hört ihr das Platschen? Oh, das wollte ich mitnehmen. Munition noch auf alle Fälle. Ach, noch so eine scheiß Granate. Die Blendgranaten brauche ich gar nicht, Leute. So. Nummer 1. Puh. Der verbraucht ganz schön Platz. So, wo sind die anderen hin? Nummer 2. Okay, einen davon kriegen wir noch. Mit. Auf alle Fälle. Mensch, wo ist der hin? Ich sehe den nicht. Oh, vor mir. Hä? Wo ist denn hin? Okay, jetzt sehe ich ihn echt nicht mehr. Ach, da. Okay, dann haben wir auch die Nummer 3. Gut, diese Fischlein bringen nämlich extrem viel Power. Und da hinten war noch einer. Den kriege ich aber absolut nicht mehr mit. Diese Fischlein bringen schön viel Power, wenn man die benutzt.
Deshalb nehme ich die auch auf alle Fälle mit, die werde ich noch gebrauchen, besonders wenn ich keine grünen Kräuter und sowas finde. Dann sind die einfach extremst wichtig. Oh Mann, der Port ist schon fast wieder zu Ende und ich bin noch lange nicht an einem Save Point angekommen. Doch, wir könnten eventuell an einem Save Point sein. Warum lädt das jetzt nicht? Ja, Freunde, okay, da sind wir wieder. Das Spiel hatte sich komplett aufgehangen. Und ja, guck mal, was ich jetzt Feines gemacht hatte. Ich musste jetzt bis hierhin nochmal komplett spielen. War nicht so das Problem. Schließlich wusste ich ja, wie alles funktioniert und so. Also, das ging. Das war nicht so schlimm. Ich habe aber, glaube ich, sogar mehr Muni davon geholt. Also, ja, ich denke schon, dass ich mehr Muni habe. Ich habe allerdings auch beim Händler noch zwei Blendgranaten verkauft gehabt. Nur mal so als Hinweis. Und die sind natürlich noch nicht betätigt, okay. Nur mal so als Hinweis habe ich zwei Blendgranaten verkauft, weil ich die bisher absolut nicht verwendet habe oder gebraucht habe. Und deshalb habe ich die verkauft. Nur mal so für euch, damit ihr Bescheid wisst. Normale Granaten kann ich natürlich extrem gebrauchen, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber Blendgranaten, bisher brauchte ich die gar nicht. So, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Auf jeden Fall steht hier, dass wir hier gleich safen können. Und das ist auf jeden Fall echt extrem gut. Denn der Port ist hier fast zu Ende. Check. Ach du Kacke. Oh, wie mache ich das jetzt am besten? Jetzt muss ich überlegen. Lass mich mal kurz überlegen, bitte. Okay, ich kapiere schon. Wir sollen dieses Zeichen, wo ich euch gesagt habe, was uns immer verfolgen wird, sollen wir hier richtig stellen. Und ich glaube, so ist das richtig. Das war eine große Kristallkugel, die sich drehen ließ, stand da übrigens, wer das jetzt nicht wusste. Aber ich denke, das wussten die meisten von euch. Und das, denke ich, ist Lord Settler. Und da ist dieser Schlüssel. India Key oder so stand da. Ja, okay, das sind viele Bücher. Ja, Mensch, ich weiß doch, Timer. Der Port ist zu Ende. Ist ja gut. Wir können ja hier auch gleich speichern. Seid doch mal ganz vernünftig. Okay, also noch PC-Ten drinne. Die können wir alles noch gebrauchen. Da liegt noch was. Ja, das könnt ihr lesen von mir aus. Ich will das jetzt nicht alles übersetzen. Das würde einfach viel zu lange dauern. Und da habe ich jetzt echt keine Zeit für. So, wo ist denn jetzt so der Save Point? Hä? Da war draußen? Der war draußen? Wie, der war draußen? Der ist nicht draußen. Ach ne, der ist drin. Irgendwo. So, nochmal gucken. Ach ja, da müssen wir erst in die zweite Etage hoch. Nuestro jefe se cuidará de la rata. Si la plaga es mucho mejor que la nuestra. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood? Jawohl, das ist das Ende von Kapitel 2. Damit haben wir es gepackt. Ich beende jetzt auch hier den Part. Das war's für mich. Bis dahin. Ciao, haut rein, Leute. Leon,
I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados? That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed me, but he let me live.